Ja, moin moin zusammen. Das ist jetzt mal eine andere Art von Video. Sprich, ich bleibe heute sitzen, ich werde heute nicht fahren. Hat für euch den Vorteil, es gibt keine verwackelten Bilder, es gibt keine langen Reden. Ja, doch, die wird es wahrscheinlich doch geben. Also, Hintergrund von diesem Video ist jetzt, vor ein paar Tagen, genau am 30.09., hat sich mein Ioniq gejährt. Ich habe ihn jetzt ein Jahr lang. Und das war für mich jetzt mal ein Grund, so ein Zwischenfazit zu ziehen. Was hat sich in dem einen Jahr getan? War es eine gute Entscheidung? Bereue ich sie inzwischen? Ja, und was sind vielleicht die Kosten gewesen? Ein bisschen was zum Hintergrund meiner Person. Und letzten Endes möchte ich dann nochmal ganz kurz einen Ausblick auf das, was vielleicht noch kommt, werfen. Ja, und ich denke mal, das ist ein Video, mit dem ihr auch ein bisschen mehr über mich erfahrt. Und ja, heute ist Feiertag, 3. Oktober, deswegen ich auch komplett in Zivil. Also das ist eher das, was ich normalerweise dann trage. Und ja, ich nutze jetzt einfach mal das doch recht sonnige Wetter an dieser Stelle, um mich in meinen Ioniq zu setzen und euch ein bisschen was zu erzählen zum Thema schwungvoll, sprich zu mir, zu meiner Entscheidung und wie letzten Endes alles dazu kam, dass ich hier jetzt Videos drehe und Elektroauto fahre. So, habe mir gedacht, ich mache 5 Punkte, werde ich dann hier auch jeweils mal einblenden. Und ja, diese Punkte, die gehen wir jetzt mal einfach nacheinander durch und gucken dann mal, was mir dazu einfällt. So, also Punkt Nummer 1. Ja, wie ihr gesehen habt, vom Petrolhead zum E-Mobilist. Ich bin jetzt tatsächlich, auch wenn man es mir nicht ansieht, 40 Jahre jung. Und fahre somit eigentlich schon seit 22 Jahren Auto. Angefangen habe ich damals wirklich mit ganz klassisches Golf 2. Mein erstes Auto war ein Turbodiesel mit defektem Turbolader. Also der zog keinen toten Hering vom Teller. Und ja, war damals ein ganz spannendes Auto. Bevor ich bei Mercedes angefangen habe, habe ich in der Tat, oh, jetzt muss ich mal nachdenken, bestimmt 10, 11 Autos gehabt. Also es ging eigentlich immer darum, ich habe ein Auto gehabt, ich habe definitiv erstmal Felgen drauf gemacht, ich habe tiefer gelegt, er hat einen Auspuff bekommen, er musste ein bisschen Röhrenkrach machen etc. Damals in meiner Hochzeit 2021, da gab es diese Gruppe N, Gruppe A Auspuffanlagen, wo die Zwischentöpfe dann nur noch Attrappen waren und das Ding wirklich gerührt hat, dass man dann teilweise auch sich einen positiven, negativen Namen machte. Also ja, habe ich durchgehabt. Ich war auf VW-Treffen damals. Also ich war eher der VW-Fahrer letzten Endes, auch wenn ich mal zwischendurch einen Kadett E hatte. Aber sonst Käfer-Treffen, VW-Treffen und ich hatte Golf 3 VR6, ich hatte einen Käfer mit einem 40er Doppelweber. Der hatte mit einem 1,8 Liter Motor durch Slip-Insätze nachher dann um 100, 110 PS Arndorp Edelstahl Auspuffanlage, also das volle Programm. Danach kam dann irgendwann, muss man nachdenken, ich glaube, da kam erst ein langweiliger Polo 6N, den ich natürlich auch ein bisschen fertig gemacht habe. Und dann ging es los mit dem Corrado G60 US-Modell hier mit diesen elektronischen Gurten. Den G-Lader natürlich auch mit einem kleinen Laderaten 70er, so ein bisschen aufgepimpt. Danach kam tatsächlich noch ein Corrado, das war dann ein bisschen ruhiger schon. 2 Liter Corrado, 115 PS dafür. Das seltene Facelift-Modell waren 95er, letzte Baujahr des Corrados mit Doppel-Airbag schon. Also, das war auch ein wunderschönes Auto. Ja, und danach habe ich dann tatsächlich bei Mercedes angefangen. Also da ging es dann los. Bei Mercedes gibt es da das sogenannte Firmenangehörigengeschäft. Und
Da darf man dann jedes Jahr, wenn man es möchte, das wird man ja nicht zu gezwungen, jedes Jahr kriegt man ein neues Auto, hat so um die, auch das kann man festlegen, festen Kilometerzahl im Jahr damals. Das hat sich jetzt ein bisschen gelockert. Jetzt hat man Kilometerbereiche. Und da habe ich angefangen, ganz einfach mal, was bietet der Daimler eigentlich an? Von E-Klasse über SLK damals, über, was habe ich gehabt? Ein C-Klasse Coupé, ein E-Klasse Cabrio, ein A250 Sport. Also wirklich an Produktpalette, das, was der Daimler zu bieten hatte. Ja, und irgendwann, da ist glaube ich sogar mein Vater so ein bisschen schuld, mein Vater selber auch, früher M Roadster, Jaguar XKR und so weiter, erzählte er dann, er hat sich jetzt einen Tesla bestellt, Model S. Sagte, gut, okay. Als das Fahrzeug da war und ich erstmal natürlich auch mitgefahren bin und so weiter, muss ich schon sagen, das hat natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also geräuschlos so nach vorne zu gehen und dabei zu wissen, okay, ich bin komplett unabhängig vom Benzinpreis, trotz dieser hohen Leistungswerte. Das war für mich schon so ein bisschen, wo ich ein bisschen zum Nachdenken kam. Meine Schwester kam dann irgendwann auf den Trichter, neben ihrem Liebhaberfahrzeug, sich ein 500e aus den USA zu importieren, einfach damit sie ihre Pendelstrecke zur Arbeit günstiger bewältigen konnte als mit so einem Auto. Und das Ganze hat mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wo ich dann sagte, ja Mensch, E-Mobilität, was gibt's da eigentlich? Und was ja, ich habe angefangen so ein bisschen zu recherchieren. Das müsste im Januar 2017 gewesen sein. Ja, vielleicht sogar. Nee. 2016 war es noch. Ende 2016. Ende 2018, ja, Ende 2016. Hatte demzufolge dann bei mir so ein bisschen was ausgelöst. Ganz klassisch habe ich mich dann tatsächlich erst einmal für die Zoe interessiert. Ist halt das Auto, was hier am deutschen Markt natürlich auch am meisten verkauft wird. Und ich glaube, viele fangen damit immer an. Der Smart ED damals noch, jetzt inzwischen EQ, aber Smart ED damals kam für mich noch nicht in Frage, weil ich ja gesagt habe, ich möchte ein Auto haben, was auf der Autobahn auch ein bisschen autobahntauglich ist, sprich auch mit 130 km/h bewegt werden kann. Und ja, das war beim Smart damals definitiv nicht möglich. Also das Video folgt auch noch mit dem Smart ED. Wusste aber auch nicht, dass die Zoe auch bei 135, 130 abgeregelt ist. Wie gesagt, eine Zoe bin ich auch noch nicht gefahren, aber das war damals für mich, ja gut, okay, muss man gucken. Und letztendlich an der Zoe, das ist ein ganz banaler Grund, warum es gescheitert ist, die Zoe hat kein CarPlay. Punkt. Also ich finde die Integration des Smartphones in ein Fahrzeug unheimlich wichtig und dann am besten auch so, dass ich das mühelos alles steuern kann. Und es gab damals schon immer wieder Hinweise von wegen, die Smartphone-Integration in der Zoe ist so lala. Und da habe ich gesagt, nee, diese Kompromisse jetzt einzugehen, wo ich dann noch nicht mal weiß, ob es mit der E-Mobilität klappt, ja. Und letzten Endes wurde dann zwischendurch Ampera E zum Beispiel, nee, Ampera ohne E. Der erste Opel, da hatte ich mich auch für interessiert und da ging dann das ganze Konzept nach hinten los. Da habe ich gesagt, nee, eigentlich ist das doof, wenn er auch einen Verbrennermotor hat, du hast trotzdem die Inspektionskosten und im Winter schafft er ja tatsächlich wirklich nur auch 80 Kilometer rein elektrisch. Also das war das, was ich dann so ein bisschen gehört hatte. Zudem, ja, ich finde ihn unheimlich sexy, den Wagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen mache ich den Ioniq auch, weil für mich muss ein Auto Charakter haben und da gehört zum Beispiel auch ein wohlproportioniertes Heck dazu. Mein letzter Verbrenner war ein Mercedes CLC V6. Auch der hat dementsprechend so einen prallen Hintern, sage ich dazu immer. Finde ich schon irgendwie cool. Also gehört zum Auto dazu. Der muss Charakter haben. Naja, Ampera E, Ampera, ich sag mal Ampera E. Ampera kam dann also auch nicht in Frage. Und da wurde im Sommer, meine ich, in Frankfurt dann der Ioniq vorgestellt von Hyundai. Da hab ich gesagt, boah, geil. Reines Elektroauto, optisch doch tatsächlich auch so ein bisschen an den Ampera angelehnt. Das ist ja gar nicht so schlecht. 280 Kilometer an Sollreichweite, das war das, wo ich dann sagte, okay, damit kann man leben. Und ganz wichtig, ein CCS-Lader, das heißt also wirklich schnell ladefähig. Ich hatte mich damals noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt, also mir wäre Schademo wahrscheinlich auch
recht gewesen. Und letzten Endes habe ich dann gesagt, okay, ja, CCS oder Chademo ist in Ordnung. Wollte dann aber nicht gleich bestellen, sondern habe mir gesagt, na, mal gucken, was VW hat da mit dem E-Golf, der stand kam vom Update dann. Oder den Nissan Leaf 2. Nissan Leaf 1 kam für mich überhaupt nicht in Frage. Wie gesagt, ein Auto hat auch ein bisschen was mit dem Aussehen bei mir zu tun. Also ich fahre nicht das Auto des Autowillens, sondern weil Optik für mich ein Thema ist. Sieht man, glaube ich, auch an meinem Ioniq. Und ja, das war für mich dann so ein Grund, wo ich dann gesagt habe, ja, warten wir mal ab, wie der Leaf 2 vielleicht wird und entscheiden dann, was wir bestellen. Der Leaf 2 hat sich dann unheimlich gezögert. Das heißt, da kamen keine Bilder, gar nichts raus. Jeder hat darauf gewartet, dass er irgendwann vorgestellt wird und es kam nicht. E-Golf in der Zwischenzeit hat bei den Preisvergleichen ergeben, dass er definitiv viel teurer ist als ein Hyundai, vergleichbare Ausstattung. Irgendwie 8.000 Euro lag ich dann höher als der. Und dann hatte ich mich dann halt im Januar 2017 entschieden, okay, jetzt bestelle ich einen Ioniq. Komplett neu auf dem Gebiet und deswegen auch echt unmutig gewesen und gesagt, okay, Sangeln macht zwar gute Preise, aber ich habe mich echt noch nicht getraut, die Fahrt von Landsberg bis nach Bremen als kompletter Laie anzutreten. Und deswegen habe ich ein Autohaus in Bremen kontaktiert, der konnte mit dem Sangelpreis überhaupt nicht mitgehen und war an der Stelle dann raus und war auch nicht gewillt, wirklich einen guten Preis zu machen und sagte auch, ja, und die Preise beim Sanger sind utopisch und das kann auch nicht halten. Und letzten Endes habe ich dann in Hamburg beim Autohaus Pesler bestellt und habe den gleichen Preis wie beim Sanger bekommen und bin dort sehr zufrieden gewesen mit dem, was dann an der Bestellung rauskam. Also für mich auch der Premium, so wie jetzt hier gesehen. Und ganz wichtig, oben das Schiebedach. Also, und das habe ich auch schon erwähnt, ist für mich immer wichtig. Ja, ursprünglicher Liefertermin war Januar bestellt, Mai. Und dann kam es leider dazu, dass der Ioniq A sehr, sehr begehrt wurde. Hätte ich, glaube ich, im Herbst 2016 bestellt, wäre gar nichts passiert. Jetzt war ich im Frühjahr 2017. Das Auto wurde auch schon bei Going Electric öfters kommentiert und die Bestellungen wurden immer mehr, auch beim Sangel. Und letztendlich kam leider noch dazu, dass es parallel zu der Einführung auf dem deutschen, europäischen Markt die Einführung des Ioniqs auf dem US-Markt losging. Und damit, es ist eine reine Vermutung, aber damit hat man komplett erstmal den ganzen US-Markt bedienen wollen als Einführung und hat natürlich die produzierten Kapazitäten erstmal auf den US-Markt gelenkt. Hatte für mich zur Folge, dass mein Auto natürlich komplett nach hinten geschoben wurde. Und so wurde aus Mai, Juni, Juli, August und so weiter. Und letzten Endes war es dann der 30. September, an dem mein Auto dann zur Abholung bereitstand. Komplett flexibel, das Auto aus Pesler an der Stelle, also nochmal vielen Dank. Die haben mir den Wagen nach Dienstschluss an einem Samstag übergeben. Ich halt an dem Samstag nach Hamburg gefahren und habe dort meinen Ioniq abgeholt. War für mich dann bewusst die erste Fahrt in einem Elektroauto überhaupt. Ich habe den Ioniq vorher bei dem Bremer Autohaus einmal kurz nach Hause wieder zurückgefahren. Also hatte ich ungefähr 40 Kilometer Elektroerfahrung und das war für mich sowas so neu, dass dieser kurze Eindruck natürlich überhaupt nicht repräsentativ war. Ja, die Entscheidung pro Elektroauto hat auch ein bisschen was mit meinem Arbeitgeber zu tun. Also gerade als es jetzt so mit der E-Mobilität losging, so ein bisschen, hat man natürlich auch entschieden, dass der Arbeitgeber keinen geldwerten Vorteil in Rechnung stellen muss, wenn er seinen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, ein E-Auto zu laden. Hat dazu geführt, dass Mercedes dann bei mir im Werk Bremen in den Parkhäusern jeweils 10 Stellplätze pro Parkhaus installiert hat, an dem man sein Elektroauto laden kann. Somit sind die Kosten, die ich habe fürs Laden, nahezu null. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, so ganz im Ernst, was will ich denn noch mehr? Die Spritkosten, die ich vorher im Monat hatte, die fallen jetzt weg. Und somit habe ich eigentlich nur noch die Kosten für Versicherung und für die Finanzierung. Ja, und so kam der Petrolhead dann irgendwann zur E-Mobilität und ist absolut zufrieden und
will auch gar nicht mehr zurück. Ja, Kosten Elektroauto, das interessiert sicherlich viele. In meinem Fall Ioniq. Ich habe mir erst überlegt, da komme ich gleich nochmal drauf, wie ich das am besten darstelle. Also will ich erstmal anfangen, was bezahle ich konkret für den Ioniq? Ich habe mich, das ist ein anderer Teil, da werde ich gleich drauf eingehen, damals bewusst für ein Privat-Leasing entschlossen. Weshalb, machen wir gleich. Für dieses Privatleasing des Ioniqs zahle ich monatlich jetzt 330 Euro. In einem Jahr, der Hyundai Mustang einmal im Jahr zur Inspektion, habe ich jetzt für die Inspektion 105 Euro bezahlt. Ist das natürlich wenig, weil an einem Elektroauto ist einfach auch nicht viel dran zum Thema Verschleiß, was man dann dementsprechend bezahlen muss. Also Bremsen, Ölwechsel, whatever, das hat er halt nicht. Und daher 105 Euro ist im Prinzip einmal durchschauen, ob alles in Ordnung ist und was die Batterie so sagt. Und ich habe jetzt aufgrund das, was ich eben erzählt habe, dass ich beim Arbeitgeber definitiv viel kostenlos Strom laden kann, auch nicht wirklich viele Kosten. Ich habe die Maingau-Karte, da habe ich mal zusammengeguckt, da bin ich im Moment bei 24,15 Euro in einem Jahr. Jetzt, ich habe Maingau natürlich noch nicht ein Jahr, aber ich habe es aufs Jahr runtergebrochen. Und ja, habe das dann jetzt erstmal zusammengerechnet. Das sind dann ungefähr 4.000, also das sind ganz genau 4.089 Euro. Und habe jetzt einfach nochmal draufgeschlagen, 4.089 auf 4.100 Euro, sprich, ich habe hier zu Hause nochmal 11 Euro vielleicht die paar Male, die ich geladen habe und wo der Stromspeicher, den ich habe, die Sonnenbatterie, wo die nicht ganz voll bzw. schon leer war, was mich das dann nochmal gekostet hat an Strom, habe ich mit 11 Euro jetzt nochmal angegeben, was sehr konservativ ist, weil, wie gesagt, ich lade bei der Arbeit. So. Wenn man jetzt meine gefahrenen 18.500 Kilometer zugrunde legt und diese jetzt 4.100 Euro dadurch teilt, lande ich im Schnitt bei 22 Cent, die ich bezahle pro Kilometer. Das war für mich damals, das habe ich jetzt ausgerechnet und habe damals überhaupt nicht drüber nachgedacht, was mir ein Elektroauto nach einem Jahr vielleicht kosten kann. Bin damit aber sehr zufrieden. Als Vergleich, ich habe zum Schluss, also als letztes Fahrzeug jetzt nicht mehr das Firmenangehörigengeschäft genutzt, sondern mir fehlte es so ein bisschen auch was aus den Autos zu machen, sie zu individualisieren und sie wirklich zu meinem Auto zu machen. Deswegen war mein letztes Auto der besagte Mercedes CLC. Das ist ein Gebrauchtwagen gewesen von 2009, Gebrauchtwagen. Der hatte damals schon 60.000, 70.000 runter, habe ich nachher verkauft mit 90.000, 95.000. Also ist ungefähr die gleiche Jahresleistung gefahren, wie ich jetzt tatsächlich mit dem Ioniq gefahren bin. Daran nehmen wir einfach mal an. Das ist Paris, 18.500 Kilometer im Jahr. Ich habe vom Kauf bis zum Verkauf des Fahrzeuges, habe ich mal ausgerechnet, den hatte ich 3 Jahre, was ich monatlich an Wertverlust hatte. Sprich, ich habe den Verkaufpreis genommen und den Kaufpreis damals und die Differenz dazwischen ist für mich der Wertverlust. Und das sind dann nachher 125 Euro im Monat gewesen, auf 36 Monate. Eine Inspektion bei einem Mercedes und ich war in der Werkstatt und ich bekomme 21% Rabatt. Lag im Schnitt bei dem Mercedes bei ca. 700 Euro. Einfach mal so hinnehmen. Und Sprit 18.500 Kilometer im Jahr. Einfach um zu rechnen, mein Auto lag ca. bei 10 Liter Verbrauch, 10,3, ist halt ein Sechszylinder gewesen. Sind dementsprechend 1.850 Euro und die Steuern liegen bei ungefähr 155 Euro zuletzt, meine ich. Das alles ja zusammengerechnet ergibt eben 22 Cent, ergibt 23 Cent. Jetzt sagt ihr, das ist ja jetzt überhaupt nicht der große Unterschied zu einem Elektroauto. Ja, aber A, das Fahrzeug hier ist jetzt gerade privat geleast. Ob eine Option der Übernahme besteht, das bin ich demnächst am klären, habe ich mir vorgenommen. Ob ich dann auch derjenige sein kann, der das Fahrzeug vielleicht dann doch nach der Leasingzeit übernehmen kann, ist ein anderes Thema. Und es ist aber ein Neuwagen.
Das Auto hier ist Baujahr 2017. Der CLC war Baujahr 2009. Die ganzen Reparaturen, die jetzt noch gekommen wären oder auch gekommen sind, die hatte ich jetzt eben noch gar nicht mit reingerechnet. Das heißt, da wäre garantiert bei einem Fahrzeug mit dem Alter was gekommen. Was ich in beide Fahrzeuge nicht mit einrechne, ist ganz bewusst, das ist, weil es meine Individualisierung ist, ist Tieferlegung, Felgen etc. Das habe ich bisher bei jedem Wagen gemacht. Tuning lässt sich nicht rechtfertigen und von daher habe ich gesagt, nee, das geht auch nicht mit in die Wertung rein. Liege also mit dem CLC 1 Cent mehr als beim Ioniq und das Fahrzeug hätte definitiv noch mehr gekostet über die Jahre. Parallel muss man dazu noch natürlich sagen, okay, ich hätte auch noch Firmenangehörigengeschäft machen können. Da liege ich aber im Monat, da sind die Steuern nicht mit inklusive. Das heißt, die Steuern hätte ich zahlen müssen, egal was für ein Auto, nehmen wir es irgendwie mal eine A200 oder so. Und bei meiner Kilometerleistung lege ich locker bei 400 bis 450 Euro, die ich für so eine A-Klasse bezahlen müsste. Das jetzt auszurechnen, das kann jeder für sich tun. Dabei sind die Inspektionskosten immer dabei. Da ich aber in einem Jahr nicht wirklich eine Inspektion habe, weil ich danach das Auto schwer abgebe und neu nehme, ist das für mich eigentlich hinfällig. Das heißt, wieso soll ich Inspektionskosten mit inkludiert haben, wenn ich sie überhaupt nicht nutze? Und das bleibt sozusagen dann auf der Strecke. Und wie gesagt, die Inspektionskosten beim Elektroauto sind so günstig. Ich kann mir, also weißt du, ich fahre sehr günstig Elektroauto. Liegt natürlich, und das muss ja der Fairness halber sagen, liegt natürlich daran, dass mein Arbeitgeber den Strom bezahlt. Das ist so. Aber das war für mich, und das ist mein persönlicher Beweggrund, natürlich die Entscheidung, dass ich ein Elektroauto kaufe. Vielleicht hätte ich mich anders entschieden, hätte ich überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, beim Arbeitgeber Strom zu laden. Deswegen kann ich jetzt auch nur in diesem Falle für mich sprechen. Ich fahre für 22 Cent pro Kilometer einen Neuwagen. Und das war für mich damals definitiv die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe. Und deswegen sitze ich heute in diesem Auto und deswegen drehe ich solche Videos. Also, das zu den Kosten. Leasing versus Kauf. Warum habe ich mich jetzt entschieden, das ganze Ding zu leasen und nicht zu finanzieren? Zurück auf 2017. Der Ioniq war wirklich noch recht frisch. Also, als ich ihn bestellt habe, war er, glaube ich, gerade ein halbes Jahr auf dem Markt. Nicht mal seit Vorstellung. Die ersten haben, glaube ich, im November oder im Oktober, September bekommen. Irgendwie, ich glaube, der Knut Körnertz, der ist einer der ganz frühen gewesen beim Sangel Nummer 1. Und das war, glaube ich, im September bei ihm. Und ich war halt ein Jahr später dran. Das heißt aber auch, dass niemand wusste, wie schlägt dieses Auto überhaupt auf den Markt ein. Und die 28 Kilowattstunden Batterie ist jetzt nicht die große Menge, wo man sagt, das Auto hat natürlich eine langfristig gesicherte Zukunft und natürlich eine hohe Werterhaltung. Das Auto wird später den Ioniq bei den Elektroautos noch vor dem i3 zum Wertmeister seiner Klasse gewählt hat. Das ist eine Geschichte, die konnte ich damals noch überhaupt nicht wissen. Weiß aber auch nicht, ob ich anders entschieden hätte. Und von daher habe ich damals wirklich konservativ entschieden und habe gesagt, den Wertverlust, den der Ioniq hat, egal wie er aussehen mag, den trägt für mich der Hersteller, sprich Hyundai. Ich möchte nur die Nutzung bezahlen und deswegen habe ich mich entschieden für ein Leasing. Von Tesla wusste man bereits, dass die Autos sehr, sehr wertstabil sind. Damit geht Tesla ja auch hausieren und hat aufgrund, ich weiß gar nicht, wie das kam, das hat immer jemand erzählt, dass sie einen garantierten Restwert auch haben. Aber das habe ich mich jetzt nicht getraut, auf einen Hyundai zu projizieren. Also Tesla und Hyundai waren für mich dann immer noch zwei unterschiedliche Klassen, sind es halt auch heute noch. Der Wagen hier kostet ein bisschen mehr als 30.000 Euro. Ein Tesla S Model S fängt selbst gebraucht bei 60.000 an. Also von daher habe ich dann gesagt, nee, ich wähle die konservative Lösung an der Stelle und habe mich fürs Leasing entschieden. Würde ich jetzt heute anders entscheiden?
Ich glaube, ich würde eine Ballonfinanzierung bevorzugen. Das heißt, ich zahle monatlich einen Betrag X und entscheide dann am Schluss der 3 Jahre, in meinem Fall, also 3 Jahre fahre ich das Auto hier, möchte ich das Auto übernehmen, möchte ich das Auto weiterfinanzieren oder möchte ich das Auto zurückgeben? Ob das jetzt noch nachträglich vertraglich geändert werden kann, weil ich in einem Leasing bin und nicht in der Finanzierung, das sind so Dinge, die habe ich eventuell tatsächlich noch vor zu klären. Für mich ist es tatsächlich eine Option zu sagen, ich nehme das Fahrzeug nach dem Ablauf der 3 Jahre und entscheide dann selbst, ob ich ihn verkaufen möchte, weiterfahren möchte. Hat natürlich auch so ein bisschen den Grund, dass hier ja die Federn drin sind, die Scheiben getönt sind, er teilfoliert ist. Und das alles zurückzurüsten ist möglich, das war mir auch wichtig. Aber wenn es jemanden gibt, der das Auto genau so übernehmen möchte, warum soll ich das dann tun? Dann hätte der Nachfolger einfach wieder diesen Aufwand, diese Kosten. Und da bin ich dann eher so, dass ich gucke, okay, ich versuche selber jemanden zu finden, der das Auto dann übernimmt und muss dementsprechend nicht zurückrüsten. Ja, meine Erfahrung zum Thema Elektroauto. Eingangs erwähnt, ich war und bin zwar immer noch blauäugig, aber ich bin auch in das Thema ein bisschen blauäugig rangegangen und habe mir gesagt, ja, mal gucken, nimmst du das immer wahr. Habe mich auch so ein bisschen noch als Pionier gefühlt und ja, der fehlende Mut auch von Landsberg nach Bremen zu fahren und deswegen Hamburg zu bestellen, das Auto. Das sind so Erfahrungen, die ich glaube ich heute ganz anders sehe. Inzwischen ist die Infrastruktur wirklich gut und allein Ionity, was die jetzt gerade machen, um das Netz so komfortabel zu gestalten, mit den Schnellladern wie eben nur möglich. Dazu die ganzen Allego-Säulen, die überall sind. MeinGo mit einem riesen Tarif, einer richtig coolen Aktion, das Ding so auf den Markt zu werfen mit den 5 Cent bzw. 2 Cent pro Minute für Stromkunden bei MeinGo. Das ist natürlich großartig, wird nicht immer so bleiben, das sollte jedem klar sein, aber dem ist so. Parallel muss ich sagen, wenn ich jetzt irgendwo an der Autobahn bei Tank und Rast mal eben stehe und lade, man wird immer angesprochen. Die Fragen sind natürlich, wie weit kommt man mit dem Auto? Meine Antwort ist dann immer gerne so weit, wie ich möchte. Ich muss nur zwischendurch mal laden. Schmunzeln einige. Und die andere Frage ist dann immer, warte mal, was war es denn da? Einmal wie weit fahre ich was kostet das, ist das andere und ja, wie lange dauert das Laden genau? Das ist auch mal eine schöne Anekdote. Ich hänge dann an so einem Tank- und Rastlader, dann haben sie da wieder gerade einen Bus mit Rentnern abgekippt. Da finden das 3 bis 4 sehr interessant, stellen sich ans Auto, gucken sich das an, als wenn es irgendwie ein Raumschiff wäre und man kommt ins Gespräch. Um dann irgendwann zu sagen, also ich habe es gerne so gemacht bei Tank und Rast, ich halte dann an, steck das Auto an, gehe mal eben hoch, Toilettenpause, weil keine Blase der Welt 1000 Kilometer durchhält, auch wenn viele Petrolheads jetzt sagen, ein Elektroauto muss 1000 Kilometer können, bevor ich interessiert bin und umsteige, aber die Blase, die hält es halt nicht. Also von daher hinfällig, diese 1000 Kilometer am Stück zu fahren. Naja, auf jeden Fall mache ich dann halt immer eine kurze Toilettenpause, komme dann wieder zum Fahrzeug und dann ist der eigentlich schon fast fertig. Also ich habe an einer Tankrennrast jetzt noch nie länger als 20 Minuten gestanden, weil ich auch nicht mit 2% ankomme, sondern immer so einen Sicherheitspuffer habe zwischen 12, 15% und ihn dann auch nicht auf 100% hochlade, sondern eigentlich mit 90% spätestens wieder abhaue. Das heißt, wenn ich wiederkomme, hat er immer schon seine 10 Minuten geladen. Dann kommt man ins Gespräch mit den Menschen. Die denken natürlich, ja, so ein E-Mobilist, der hat jetzt eine halbe Stunde Zeit zum Quatschen und danach darf er dann wieder abfahren, weil sein Auto nicht voll ist. Und die wundern sich dann, dass ich dann immer nach 5 Minuten mit einem Gespräch mal eben den Stecker abziehe. Um dann zu sagen, ja gut, ich könnte jetzt schon weiter, jetzt reden wir gerade noch, aber eigentlich ist das Auto fertig geladen. Ja, für viele ist das so ein Aha-Erlebnis. Als weitere Aha-Erlebnis haben sie dann, wenn ich denen so ein bisschen eine kleine Rechnung vorrechne, was ich halt im Jahr bezahle, das, was ich eben auch schon im Video erzählt habe. Damals tatsächlich noch, also wenn ich in den Gesprächen war, waren die Tank- und Rastlader auch noch kostenlos. Das heißt ja, wie, die bezahlen jetzt nichts. Ich so, nö, steck hier ein und lade.
Ja, inzwischen hat sich natürlich viel geändert, aber man bezahlt immer noch nicht wirklich viel für das Vorankommen in einem Elektroauto. Und wenn man dann auch noch ein bisschen mit Maingau-Werbung macht und sagt, ja, mein Auto 20 Minuten brauche ich zum Laden jetzt, kostet 5 Cent die Minute. Ich habe jetzt gerade 1 € bezahlt, damit ich 150 Kilometer weiterkomme mit dem Strom, dann sieht man wirklich, wie die alle ein bisschen ins Grübeln kommen. Zudem macht es der Ioniq einfach jetzt gut, nicht nur in meiner Form hier, weil der Wagen natürlich optisch auch dementsprechend noch ein bisschen mehr hermacht. Aber der Ioniq ist ohnehin ein sehr alltagstaugliches Fahrzeug. Er sieht halt nicht aus wie von einem anderen Planeten, wie es zum Beispiel BMW mit dem i3 macht, sondern er ist wirklich, man kann ihn ganz normal unauffällig im Alltag bewegen, ne? Wie ein Toyota Prius zum Beispiel jetzt so extrem sich geändert hat, ist beim Hyundai Ioniq das zum Glück sehr konservativ geblieben. Nichtsdestotrotz war für mich wichtig, dass ein bisschen was persönlich aus dem Auto mache und gerade mit der Tieferlegung, den bisschen breiteren Felgen, nicht Reifen, die Felgen sind breiter, nicht die Reifen, ganz wichtig, habe ich da genau die Optik erzielt, die ich eigentlich haben wollte. Ja. Andere Erfahrungen sind also allein durch die Videos das Feedback jetzt zu bekommen, dass man interessante Videos macht, auch wenn ich viel rede, das weiß ich, aber jetzt hat einer jetzt noch unterschrieben, er kann ja vorspulen. Nein, nicht vorspulen! Ich habe ganz wichtige Sachen zu erzählen, das dürft ihr nicht einfach vorspulen. Und die Treffen, also ich finde es unheimlich interessant, andere E-Mobilisten auf Treffen zu sehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die WhatsApp-Gruppe vom Knut Körnertz ist unheimlich interessant. Da geht es für die Ioniq-Besitzer um das tägliche Drumherum, um die Elektromobilität. Immer wieder auch Leute so ein bisschen nicht zu bekehren, sondern zu informieren über die Elektromobilität. Bin aber auch tierisch angenervt inzwischen über Petrolheads, die in den sozialen Medien alles zerreißen mit ihrem nicht vorhandenen Grundwissen und auf einmal, und das hat vor einem Jahr noch keine Sau interessiert, ist es ja komplett nur Kinderarbeit, wie die seltenen Erden und benötigten Metalle geschöpft werden in den Minen Afrikas und dass das ja auch alles umweltschädlich sei, was so ein Akku ausmacht. Und ja, ich sage an der Stelle immer wieder gerne, die haben wahrscheinlich alle ihre eigene Ölquelle im Garten mit einer Raffinerie und erzeugen das Benzin fürs Auto direkt im Haus und haben sich deswegen auch keine Gedanken zu machen, wie überhaupt der Sprit zur Tankstelle kommt. Gibt genug Berechnungen dieser Wheel-to-Wheel-Geschichte, das Wheel-to-Wheel, meine ich, und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist ein. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Er läuft weiter. Okay, da war gerade Stromsparmodus. Ich muss mal eben gleich mein Handy aufladen. Da muss man sagen, da ist ein Verbrenner nicht besser als ein Elektroauto, gerade weil Cut und andere Sachen auch die seltenen Erden, Platin und so weiter benötigen. Da machen die sich auch viele Gedanken, überhaupt keine Gedanken drum. Und auch das Thema Ölförderung, also wenn aus Gründen von Erdölkriege geführt werden, ist das schon mal nicht gut. Ich bin da jetzt kein Samariter, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da muss man schon mal drüber nachdenken, sei es der Irakkrieg oder ähnliche Vorkommnisse da unten. Ja, ich hoffe nicht, dass es immer einen Krieg um Akkus geben wird, aber da machen sich halt viele keine Gedanken drüber. Und das ist für mich einfach Grund genug auch zu sagen, ich kann versuchen, den mal eben so ein bisschen einen Spiegel vors Gesicht zu halten, aber ich werde sie nicht bekehren. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, was er in die Welt hinaus posaunt. Und ja, das sind so Erfahrungen aus dem letzten Jahr, die ich zum Thema E-Mobilität gemacht habe. Freue mich aber auch auf alles das, was dann in Zukunft noch kommen wird. Und bin jetzt auch beim Daimler beruflich mit dem EQC so ein bisschen als Qualitätsingenieur in Verbindung. Und das war für mich natürlich ein großes Highlight im letzten Jahr, dass das war ja eigentlich das, was ich immer wollte, dass ich auch berufliches mit dem Privaten verbinden kann. Und an der Stelle bin ich ganz froh, dass es da geklappt hat.
Ja, kommen wir schon zum letzten Teil. Was kommt danach? Was kommt nach dem Ioniq? Was kommt nach den 3 Jahren, die ich dieses Auto fahre? Und das ist für mich ein ganz, 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 ganz komisches Thema. Also, bin vorher gerne immer jährlich wechselnd Autos gefahren beim Daimler und fand es unheimlich toll, dass man jährlich mal eben das Auto wechseln kann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich den CLC jetzt 3 Jahre auch gefahren und das war für mich dann auch in Ordnung. Jetzt sind wir in einer Zeit, 2018, Oktober, wo E-Mobilität so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Bin ich ganz ehrlich. Ganz viele Hersteller, Mercedes, Daimler, also Daimler, dann Audi haben ihre neuen Produkte vorgestellt. VW möchte jetzt nächstes Jahr in den Markt groß eintreten und ein bisschen seriöser auftreten als jetzt mit dem E-Golf. Ja, und es werden von anderen Herstellern, sei es jetzt Citroën, Renault hat noch wieder was im Köcher jetzt und auch Hyundai will natürlich so und so viele Autos rausbringen auf den Markt. Da wird ganz, ganz viel passieren in den nächsten Jahren. Das werde ich komplett live miterleben. Also ich werde zwar meinen Ioniq fahren, werde aber definitiv mitbekommen, dass andere da auch dann in der Form neue Autos rausbringen. Und da muss ich sagen, das werde ich beobachten und da bin ich ganz gespannt drauf. Was ich 2020 fahre, das kann ich noch nicht sagen. Mein Vater, Tesla Model S-Fahrer, hat damals gleich eine Reservierung fürs Model 3 getätigt. Da ist natürlich immer noch die Frage, wer übernimmt den? Und das kann ich mir natürlich vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, aber da reden wir von 2020, dass ich in 2020 dann sage, okay, pass auf, Vater, kann ich mir vorstellen, dass ich das Model 3 nehme. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht bei Mercedes mit dem EQA ein Fahrzeug gibt, wo ich dann sage, hey, der gefällt mir so gut, weil das Konzeptfahrzeug sieht rattenscharf aus. Was davon überbleibt, da kann man jetzt ein bisschen spekulieren, wenn man das, wenn das, das Fahrzeug EQC mit der Studie vergleicht, dann sieht man ungefähr, was übergeblieben ist und was dann doch eher konservativer gestaltet wurde. Das wird beim EQA nicht anders sein. Da muss man sich jetzt, da muss man kein Hellseher sein und da bin ich halt selber gespannt, weil an dem Fahrzeug bin ich überhaupt nicht beteiligt. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich glaube, ich spekuliere jetzt gerade, der wird sogar bei Smart gebaut, weil Smart 2020 nur noch Elektroautos baut. Um die Fabrik auszulasten, meine ich, baut Smart tatsächlich den EQA, während dann in Rastatt der EQB gebaut wird. Ich glaube, das war so. Also das ist jetzt wirklich nichts irgendwie, wo man sagen kann, oh, der Schwung hat gesagt. Nee, das ist jetzt reine Spekulation und ich bin Mercedes in Bremen und deswegen weiß ich definitiv nicht, was in Rastatt passiert und erst recht nicht, was bei Smart passiert. Und das ist auch, das wird auch nicht kommuniziert irgendwie bei uns intern oder so weiter. Da bin ich dann genauso überrascht, wenn irgendwas vorgestellt wird, wie alle anderen da draußen auch. Da habe ich keinen internen Vorteil etc. Mini Cooper, der kommt 2020 auf den Markt. 2019 sogar, glaube ich, als E-Modell. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ein Elektroauto mit dem Antritt, wie es jetzt ohnehin natürlich immer gegeben ist, Drehmoment sofort verfügbar. Das in einem Mini Cooper, kurzer Radstand, Go-Kart-Feeling, das ist unheimlich spannend, was die vielleicht daraus machen werden. Befürchte aber, dass das Auto unheimlich teuer wird. Jetzt schon kostet ein Mini Cooper unheimlich viel Geld. Und wenn man so ein bisschen dann dazu rechnet, was ein Akku kostet und den BMW-Aufschlag dazu rechnet, dann ist man da schnell in Preisbereichen eines Ioniqs und mehr und das für einen Kleinwagen. Parallel der Ego Live, habe ich auch schon mal erwähnt, ist ein Fahrzeug, wo ich dann sage, okay, das könnte ein interessantes Konzept werden, als Ego 60, der dann auf der Autobahn auch eine Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h hat. Dadurch, dass meine Frau den Kona bekommt, brauche ich jetzt kein Langstreckenfahrzeug mehr mit CCS unbedingt. Also das wäre mir dann tatsächlich egal. Ich tanke, wie immer erwähnt, eigentlich erwähnt jetzt, bei meinem Arbeitgeber und in 10 Stunden reicht da sogar ein Schuko, um das Fahrzeug über die gefahrenen Kilometer wieder voll zu bekommen. Da ist es für mich eher so, im Moment überzeugt mich der Innenraum des Igos gar nicht. Außen langer Radstand, breite Spur, finde ich cool. Heckantrieb, also auch Go-Kart-Feeling an der Stelle, was ich da erwarte. Und für die Optik auch gar nicht schlimm. Also viele schimpfen über die Optik von dem Igo. Ich finde ihn total cool. Mich
tangiert dann eher das Interieur, weil das ist das, was ich sehe. Ich sehe das Auto von außen, wenn ich einsteige, wenn ich aussteige vielleicht und mehr nicht. Und sonst muss er von drinnen passen. Und das, was sie drinnen gemacht haben, beim Daimler nennen wir diesen alten Monitor, bevor das MBUX kam, gern Gummiboot, weil der so einen dicken Rand hat um einen kleinen LCD-Screen. Und das ist genau das, was man jetzt auch beim Ego sieht. Also das ist Plaste. Mit einem riesen Rand um den Monitor herum. Also das überzeugt mich an der Stelle noch gar nicht. Und da werde ich mal echt, da bin ich gespannt, wie das im Serienmodell dann nachher wirkt und aussieht. Da hätte ich dann vielleicht doch eher eine Alternativlösung, dass man, was weiß ich, Bring Your Own Device, was ein iPad, ein was weiß ich, da hinsetzt, der dann die Daten des Autos auf dem Bildschirm darstellt. Das wäre alles, glaube ich, schöner gewesen als das, was sie im Moment da gerade vorstellen. Ja, was kommt denn sonst noch? Viele spannende Fahrzeuge auf jeden Fall. Und was dann 2020 tatsächlich dann nach dem Ioniq kommt, I don't know. Ganz sicherlich werde ich weiter Elektroauto fahren. Und bis 2020 hat sich das ganze Thema Infrastruktur natürlich auch nochmal verbessert. Wie gesagt, eben eingangs erwähnt. Was Ionity da gerade macht, wie die Säulen raushauen da und jeden Tag irgendwie 1, 2, 3 neue Ladeparks entstehen. Das ist schon ein vernünftiges Tempo, was die da vorlegen. Klar hat Tesla da vorgelegt und Tesla ist da auch Bench, was das angeht. Und die haben unheimlich viel für die E-Mobilität getan. Aber natürlich muss man jetzt gucken, dass es dem Tesla halt auch andere gibt. Und daher sei gesagt, es gibt noch viel neben Tesla. Und das war für mich dann immer so eine Geschichte, wo ich dann sage, okay, es muss kein Tesla sein. Zudem rede ich auch immer von einem Pendelauto. Deswegen fahre ich diese Videos in der Pendelstrecke. Ich brauche zum Beispiel kein Model S, um von hier 25 Kilometer zu meinem Arbeitgeber zu kommen. Das wäre für mich nicht verhältnismäßig, auch wenn ich für den Strom nicht bezahle. Ich muss nicht mit einem 60.000 Euro Auto als Gebrauchtwagen pendeln. So, ist einfach so. Und auch für das Model 3 wird bei mir dann ganz viel danach entschieden werden, wie die Kalkulation da aussieht. So, und da muss ich dann ehrlich sagen, da bin ich gespannt, was 2020 passiert. Und wie gesagt, im Moment ist es bei meinem Arbeitgeber so, dass der Smart EQ nicht über ein firmenangehöriges Geschäft dargestellt wird. Hat so ein bisschen was mit der BAFA-Prämie zu tun, die man natürlich nicht geben kann bei einem Fahrzeug, was man dann über ein Jahr fährt. Und ja gut, da müssen sie sich vielleicht was einfallen lassen. Also da werde ich aber schon beim EQC nächstes Jahr sehen, ob da irgendwas kommt über das firmenangehörige Geschäft. Und dementsprechend ein Jahr später, der EQA dann 2020, kommt dann ziemlich mit dem Leasingende des Ioniqs dann hin. Und da habe ich dann die Qual der Wahl. Und was es letztendlich wird, ich weiß es nicht. Ich bin selber gespannt. Es muss kein Mercedes sein, das ist einfach so, das habe ich jetzt mit dem Ioniq schon mal bewiesen. Ich habe mich damals für den Ioniq, weil viele meiner Kollegen fragen, Stefan, wie kannst du das machen, du arbeitest bei Mercedes und fährst ins Fremdfabrikat. B-Klasse Idee war überhaupt keine Option, der hat ja nicht mal einen Triple Charger, geschweige denn CCS und hat zwar 28 Kilowattstunden Akku, aber kommt natürlich längst nicht so weit wie so ein Ioniq, weil er dementsprechend auch viel, viel mehr schluckt, also im Schnitt über 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und ist damit überhaupt von der Effizienzspur ganz weit weg, wo der Ioniq liegt. Platz natürlich super. Der Smart war für mich keine Option damals, weil er einfach, das ist ein bisschen das Optische, also er hat dieses Elefanten-Rollstuhl-Design nie abgelegt und ich war ja auch immer der Meinung, dass er auf der Autobahn deine 130 am Limit hat. Laut Tacho ist er locker bei 140, das habe ich ja selber gelernt in meinem Video, war trotzdem nicht wirklich eine Option für mich. Auch, weil ich natürlich mit der Familie Platz haben wollte und natürlich auch dann, wenn ich unterwegs bin, mit dem CCS-Lader laden möchte. Er hat den Dreiphasenlader als Option jetzt, neuerdings. Aber das ist immer noch was anderes, ob ich dreiphasig Wechselstrom lade oder vernünftig mit einem Gleichstromlader an CCS lade und das Auto in 20 Minuten wieder vollständig einsatzbereit ist. Von daher
gab es von Mercedes bisher nichts, wo ich dann sage, ja, das ist doch ein Grund, warum ich jetzt einen Mercedes fahre als Elektroauto und eben kein Ioniq oder das, was es sonst noch gibt. In Zukunft kann sich das natürlich ändern. Und wenn ich als Mitarbeiter natürlich richtig geile Konditionen bekomme, dann kann das ganz schnell in 2020 passieren, dass ich hier wieder in einem Stern sitze. Und da habe ich kein schlechtes Gewissen. Aber da bin ich jetzt auch nicht mehr bereit, dann die Kompromisse einzugehen. Also das muss für mich dann stimmig sein alles. Und von daher bin ich, wie eben erwähnt, absolut gespannt, was da kommen wird. Ja, also das mal eben zu meinem derzeitigen Stand. Ein Jahr Ioniq und ein bisschen was dazu erzählt, wie alles dazu kam, dass ihr jetzt gerade meine Videos guckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe wieder unheimlich viel geredet. Das Video ist wieder viel zu lang geworden. Aber da könnt ihr jetzt wirklich vorspulen zu den einzelnen Punkten, die euch an der Stelle interessieren. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.